Die Zuschauer werden mit The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes zurück in die Feuer von Panem geworfen. Hier erfahrt ihr alles, was ihr von dem Film erwarten könnt, von den Hauptdarstellern bis hin zur Einordnung in die Geschichte. Die Fans haben seit The Hunger Games keinen neuen Hunger Games Film mehr gesehen, seit die Tribute von Panem Mockingjay Teil 2 im Jahr 2015 in die Kinos kamen. Zum Glück müssen sie sich nicht mehr lange gedulden. The Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes soll am 17. November 2023 in die Kinos kommen. Für Fans der Reihe scheint das eine lange Wartezeit zu sein, aber dieser Film hat es tatsächlich relativ schnell auf die große Leinwand geschafft. Das Buch, auf dem er basiert, The Ballad of Songbirds and Snakes von Susan Collins, wurde 2020 veröffentlicht. Das ist eine ziemlich schnelle Zeitspanne zwischen der Veröffentlichung und der Verfilmung, selbst für ein Blockbuster-Franchise. Diese Zeitspanne ist sogar noch beeindruckender, wenn man die Covid-19-Pandemie in Betracht zieht. Die Krise brach nur wenige Monate vor Erscheinen des Buches aus und machte alle Hoffnungen auf reale Reisen und Ereignisse zunichte. Als sich die Pandemie ausbreitete, wurde der Zeitplan für die Produktion des Films zweifelsohne beeinträchtigt. Dennoch schafften es die Verantwortlichen, den Film in nur wenigen Jahren zu besetzen, zu planen, zu filmen, zu schneiden und fertigzustellen. Selbst die eifrigsten Fans können diese Art von Flexibilität und Entschlossenheit zu schätzen wissen. In The Ballad of Songbirds and Snakes ist Coriolanus Snow, der teuflische Despot, der Katniss in allen vier Originalfilmen bedroht, ein junger Mann, der eine große Last auf seinen Schultern trägt. Seine Familie zerfällt und er ist vielleicht der Einzige, der sie retten kann. Diese Aufgabe wird noch schwieriger, als er als Mentor für den weiblichen Tribut des Distrikts 12 bei den 10. jährlichen Hungerspielen eingesetzt wird. Lucy Gray Baird, eine mutige Musikerin. Sie will gewinnen und ihr Charisma könnte ihr dabei helfen, das zu erreichen. Doch das Kapitol ist dornig wie eh und je und viele Menschen würden Snow und Lucy gerne verbrennen sehen. Neue Figuren wie Keska Highbottom, der Architekt der Spiele, und Dr. Volumnia Gall, die oberste Spielmacherin, werfen lange Schatten, während die Vorfahren bereits bekannter Figuren wie Lucky Flickerman zeigen, wie tief die Dysfunktion in Panem wirklich verwurzelt ist. Die Dinge werden noch komplexer, als Snows Gefühle für Lucy tiefer und dringlicher werden als eine einfache Mentorschaft. Trotz des Auftretens einiger bekannter Namen bezeichnete die Produzentin Nina Jacobson den Film als eigenständiges Projekt. Sie bemerkte auf der Cine Europe: "Es ist eine neue Geschichte mit neuem Terrain und neuen Charakteren. Wir waren in der Lage, eine völlig andere visuelle Sprache zu schaffen, eine, die immer noch erkennbar Panem ist, aber auch anders und frisch. Es wird auch eine philosophisch gewichtige Geschichte sein." Jacobson überlegte gegenüber Polygon: "Sind wir grundsätzlich gut, wenn wir uns selbst überlassen sind? Sind wir von Grund auf schlecht und brauchen den Staat, um uns in Schach zu halten, sonst zerstören wir uns gegenseitig?" Diese Ideen darüber, wie die Menschen einander und die Regierung wahrnehmen und was sie aufgrund dieser Wahrnehmungen brauchen, fühlten sich so unglaublich aktuell an. See how quickly we become predator? See how quickly civilization disappears? Und wer spielt diese Songbirds and Snakes? In erster Linie wird Tom Blythe die Rolle des jungen Coriolanus Snow spielen. Es wird zweifellos interessant sein zu sehen, wie er den Bösewicht nach Donald Sutherlands souveräner Präsenz in den ersten vier Hunger Games Filmen ausstattet. Blythe ist noch nicht sehr bekannt, aber er hat mit aktuellen Projekten wie Billy the Kid und der HBO-Serie The Gilded Age für Aufsehen gesorgt. Seine Leistung als Snow dürfte ihn zu weiteren Höhenflügen verhelfen. Die Rolle der Lucy Gray Baird wird von West Side Story und Shazam Zorn der Götterstar Rachel Zegler gespielt. Sie hat bereits bewiesen, dass sie mit emotionalen Dramen umgehen kann, dank ihrer Zusammenarbeit mit Steven Spielberg bei dem erstgenannten Musical, während das letztgenannte Projekt ihr Action-Potenzial unter Beweis gestellt hat. Dies ist die perfekte Mischung für eine unerschrockene und warmherzige Heldin wie Lucy. Der Rest der Besetzung ist ebenso beeindruckend. Das gefeierte Talent Peter Dinklage wird Keska Highbottom spielen, den komplexen Kopf hinter dem Konzept der Hungerspiele. Die legendäre Viola Davis wird Dr. Volumnia Gall spielen, die mit ihren finsteren Machenschaften die Hungerspiele erst richtig ins Rollen bringt. Jason Schwartzman wird Lucky Flickerman spielen, den Vorfahren von Stanley Tucci's Caesar Flickerman. Viele Fans haben sich gefragt, ob die Stars der ersten vier Hunger Games Filme einen Auftritt haben werden, insbesondere Jennifer Lawrence. Watch What Happens Live-Moderator Andy Cohen ging auf das Gerücht ein, dass sie im Panem der Vergangenheit als Katniss Großmutter auftauchen wird. Lawrence stellte klar:
dass sie das nicht tun wird. No. No, that's not happening. That's not true. Pech gehabt, Katniss-Fans. Wenn die Fans auf The Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes sehen, kehren sie nicht nur in eine vertraute, fiktionale Landschaft zurück, sondern auch in das Werk eines geliebten Regisseurs. Francis Lawrence, der bei allen Hunger Games-Filmen mit Ausnahme des ersten Films Regie geführt hat, wird das Snow-zentrierte Prequel inszenieren. Die Fans wissen, dass er ein Experte ist, wenn es um dieses Franchise geht. Seine gekonnte, einfallsreiche und beständige Regie ist ein großer Teil dessen, was das ursprüngliche Quartett so erfolgreich macht. Jetzt ist er bereit, die Zeit zurückzudrehen. Lawrence' Filmografie ist jedoch nicht auf Panem begrenzt. Das Kinopublikum lernte ihn 2005 in seinem ersten Spielfilm Constantine kennen. Noch mehr lernten ihn durch I Am Legend von 2007 kennen. Seit er Katniss durch die Revolution geführt hat, hat er bei zwei weiteren Filmen Regie geführt, dem Spionage-Thriller Red Sparrow 2018 und der Familien-Fantasy Schlummerland 2022. Außerdem soll er eine Adaption der gefeierten BioShock-Videospielreihe inszenieren. Francis Lawrence ist nicht der einzige bekannte Kreative, der für das Prequel zurückkehrt. Die Produzentin Nina Jacobson von der Produktionsfirma Color Force hat die Hunger Games Filmreihe von Anfang an produziert, nachdem sie 2009 das erste Buch gelesen und Susan Collins persönlich aufgespürt hatte, um sich die Filmrechte zu sichern. Bei The Ballad of Songbirds and Snakes wird sie von ihrem Kollegen Brad Simpson von Color Force unterstützt, der bereits bei Projekten wie der Greggs Tagebuch-Filmreihe und der Anthologieserie American Crime Story eng mit Jacobson zusammengearbeitet hat. Der Drehbuchautor Michael Arndt, der für Filme wie Little Miss Sunshine und Toy Story 3 bekannt ist, kehrt ebenfalls zurück, nachdem er das Drehbuch für Die Tribute von Panem Catching Fire von 2013 geschrieben hat. Er und sein Drehbuchautor-Kollege Michael Leslie arbeiten an einem Treatment der Originalautorin Susan Collins, die als ausführende Produzentin an dem Projekt beteiligt ist. The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes hat eine MPA-Einstufung von PG-13 erhalten, was nicht weiter verwunderlich ist, da jeder bisherige Hunger Games-Film diese Einstufung erhalten hat. Wie die Fans jedoch wissen, geht es in Panem ziemlich düster zu. Charaktere werden auf grausame Weise ermordet und selbst unsere edelsten Helden werden gezwungen, grausame Verbrechen zu begehen. Katniss selbst beendet die Serie, indem sie Präsidentin Coin einen tödlichen Pfeil durch das Brustbein schießt. Der neue Teil spielt zwar in der Vergangenheit, aber sie ist nicht rosiger. Der Trailer enthält Einblicke in alle möglichen Arten von Dunkelheit, von einem zornigen Snow, der wiederholt ein Gewehr abfeuert, bis hin zu Tributen, die sich in der Arena gegenseitig angreifen. I want my enemies to see a rainbow of destruction. Es sieht so aus, als ob dieser Film der bisher düsterste der Reihe sein wird. Er wurde mit PG-13 für stark gewalttätige Inhalte und verstörendes Material eingestuft. Diese Formulierung ist strenger als bei den vorherigen Filmen, bei denen nur vor erschreckenden Bildern und thematischem Material gewarnt wurde. Um die einzigartige Kulisse des Nachkriegs-Panem in The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes einzufangen, ging die Produktion ins Ausland. Die Dreharbeiten fanden in Polen und Deutschland an verschiedenen Orten statt. Im Gegensatz zu den Hunger Games-Arenen in den ersten drei Filmen, die jedes Jahr neu entworfen und gebaut wurden, fanden die 10. Hungerspiele in den Ruinen eines Amphitheaters statt. Diese nackten Arena-Szenen wurden in der Centennial Hall in Breslau gedreht, einem historischen Gebäude, das für die Ausrichtung von Veranstaltungen und Konzerten gebaut wurde. Weitere Drehorte waren das Berliner Olympiastadion, ein für die Olympischen Sommerspiele 1936 erbautes Sportstadion und das Krematorium Baumschulenweg, das sich ebenfalls in Berlin befindet. Die Produktion nutzte auch das Völkerschlachtdenkmal in der deutschen Stadt Leipzig. Anderswo in Deutschland dient ein öffentlicher Park, der auf dem Gelände eines stillgelegten Kohle- und Stahlwerks errichtet wurde, als Schauplatz für Distrikt 12, wie inoffizielle Fotos vom Set zu bestätigen scheinen. Susan Collins' The Ballad of Songbirds and Snakes ist mit 517 Seiten einschließlich des Epilogs das längste Buch der Reihe. Die Geschichte der prägenden Jahre des jungen Coriolanus Snow ist in vier Teile gegliedert. Seine Zeit als Schüler an der Akademie des Kapitols, seine Rolle als Mentor bei den 10. Hungerspielen, sein Weg zum Friedenswächter und schließlich seine Abrechnung. Die vierteilige Struktur des Buches eignet sich gut für eine zweiteilige Verfilmung. Der erste Teil behandelt die Ereignisse der Hungerspiele, der zweite
zweite die Zeit danach. Aber das wird nicht der Fall sein. Anstatt den Film in zwei Teile aufzuteilen, wie es bei Mockingjay der Fall war, wird The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes die Herausforderung annehmen, seine Geschichte in einer einzigen Sitzung zu erzählen, wenn auch in einer ziemlich langen. Die Laufzeit beträgt 165 Minuten in den Vereinigten Staaten, während in anderen Ländern eine etwas kürzere Version gezeigt wird. Dadurch wird The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes der längste Film der Reihe und löst damit The Hunger Games: Catching Fire ab. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes spielt 64 Jahre, bevor Katniss Everdeen sich als Tribut meldet. Obwohl das Publikum die Ursprünge der Hungerspiele und die Zukunft von Coriolanus Snow gut kennt, wird das kommende Prequel tiefere Einblicke in die bereits etablierte Zeitlinie bieten. So werden in den 10. Hungerspielen zum ersten Mal Mentoren für die Tribute des Distrikts eingesetzt, die aus den besten Schülern der Akademie ausgewählt werden. Außerdem werden die Publikumsanreize des Glücksspiels und des Kaufs von Geschenken für die Tribute, die sich in den zukünftigen Spielen durchsetzen werden, auf Anregung von Snow zum ersten Mal eingeführt. Everything is about winning. If not the games now, then the crowd. Der Film wird auch Einblicke in den verheerenden Krieg der ersten Rebellion und dessen unmittelbare Folgen geben und die Zuschauer noch weiter in der Zeitlinie zurückführen. Musik spielt in The Ballad of Songbirds and Snakes eine entscheidende Rolle. Daher der Titel. Lucy Gray Baird nutzt ihr musikalisches Talent zu ihrem Vorteil, um sowohl die Hungerspiele als auch den Alltag in Distrikt 12 zu überleben. Wie Susan Collins in einem Interview mit Scholastic erklärte, Lucy Grays Vermächtnis ist, dass sie die Unterhaltung in die Hungerspiele eingeführt hat. Sie hat mehrere Originallieder geschrieben, die später Teil der Geschichte von Panem wurden, wie The Hanging Tree, das von Katniss in die Tribute von Panem Mockingjay Teil 1 gesungen wurde. In einem Interview mit Variety beschreibt Frances Lawrence Susan Collins als Liebhaberin der Country-Musik, was die Suche nach Lucys Sound zu einer weniger entmutigenden Aufgabe machte. Der Musikproduzent des Films, Dave Cobb, schöpfte aus der Musik der Appalachen und das kreative Team ließ sich bei der Gestaltung von Lucy auch von der früheren Dolly Parton und Sissy Spacek's Darstellung von Loretta Lynn beeinflussen. Ihre Version von The Hanging Tree ist im zweiten offiziellen Trailer zu hören. Laut Nina Jacobson werden dieser und andere Songs von Rachel Zegler gesungen, die sich dafür entschieden hat, sie während der Dreharbeiten live und ohne Playback zu singen. We also knew that once we had her on set, Rachel really could do it. It's just so easy for her. Der neunfache Oscar-Preisträger James Newton Howard wird wie schon bei den vorherigen Filmen der Hunger Games-Reihe die Filmmusik komponieren. 8 Jahre nach dem letzten Teil mit völlig neuen Charakteren zu einem Franchise zurückzukehren, kann einschüchternd sein. Aber die Macher von The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes waren der Herausforderung gewachsen. Frances Lawrence sagte gegenüber Collider, es fühlt sich sehr nach einem Hunger Games Film an, aber gleichzeitig fühlt es sich wirklich frisch und thematisch einzigartig an. Was die Herangehensweise an die neuen Charaktere angeht, so sind Lawrence und Nina Jacobson der Meinung, dass sie auf ihre eigene Weise fesselnd sind. Als sie Lucy Gray Baird gegenüber Variety beschrieb, erklärte Jacobson, sie ist eine ganz andere Figur als Katniss. Sie ist so eine Darstellerin. Katniss ist das Gegenteil. Sie ist eine Frau, die es liebt und lebt, aufzutreten. What is that dress? She's some sort of clown? Snow hingegen stellte Lawrence vor einige Herausforderungen. Gegenüber Empire erläuterte er seinen Gedankengang und stellte die Frage, wie machen wir diese Person, die der Antagonist unserer Geschichte sein wird, zum Protagonisten unserer Geschichte? Wie können wir das Publikum dazu bringen, hinter ihm in seinem Kampf zu stehen und zu sehen, wie er sich verändert und zu dem Snow der späteren Serie wird? Lawrence verriet Entertainment Weekly auch, dass Tom Blythe geraten wurde, sich keine frühen Donald Sutherland-Filme anzuschauen und sich seine eigene Interpretation der Figur zu eigen zu machen. In der Literaturwelt gilt Susan Collins als sehr private Person, die nur selten an Interviews teilnimmt und nicht in den sozialen Medien präsent ist. Es ist nicht bekannt, ob sie die Welt von Panem mit einem weiteren Hunger Games Buch ausbauen wird, aber sie hat die Idee noch nicht ganz verworfen. Es geht nur darum, das richtige Thema und den richtigen Blickwinkel zu finden. Im Gespräch mit Polygon sagte Nina Jacobson, dass sie nicht glaubt, dass Collins mit Panem schon fertig ist, indem sie äußert, glaube ich, dass sie weitere Bücher in dieser Welt schreiben wird? Das tue ich und ich hoffe, sie wird es tun. Habe ich eine Ahnung, was sie sein werden? Nicht wirklich. It's a mystery. And mysteries have a way of driving people mad.
Eines ist sicher, Collins wird kein weiteres Buch schreiben, das in Panem spielt, nur weil es Geld zu verdienen gibt. Francis Lawrence erklärte gegenüber Entertainment Weekly den Hauptgrund, warum er und Jacobson hinter ihr stehen, wenn sie sich für eine Neuauflage der Serie entscheidet. Susan schreibt immer von einer thematischen Grundlage aus. Wenn sie etwas zu sagen hat, möchte ich es hören. Ich bin fasziniert von ihrer Perspektive. Ich werde ihr immer folgen wollen.